Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Guten Morgen, guten Morgen. Da sind wir wieder am Basteltisch. Bei uns ist es heute nicht mehr so schön. Es ist zwar nicht kalt, aber es ist ganz zugezogen und nieselig und es soll wohl gleich ordentlich regnen. Ich war noch nicht draußen. Kommt alles noch. So sieht es dann irgendwann aus, wenn es fertig ist. Irgendwann. Jetzt ärgert mich das so ein bisschen, dass ich hier nicht noch eine Pappe... Hatte ich eigentlich vor. Habe ich dumme Nuss aber nicht gemacht. Ich hätte noch eine Pappe gegenkleben sollen, dass die Deckel so ein bisschen, die Buchdeckel ein bisschen stabiler sind. Okay, habe ich jetzt leider nicht getan. Kann man jetzt halt nicht ändern. Ist nicht schön. Ist nicht wirklich schön, muss man ehrlich sagen. So, jetzt habe ich mir überlegt, ich will auch gerne was Buntes da rein haben. Und ich habe doch diese schönen bunten Servietten bekommen. Und da gucke ich mal, ob ich habe so eine Idee. Ich habe gedacht, über diese Schrift, da habe ich ein Schmetterling drauf geklebt einfach. Gleiche Thema. Okay, dann würde ich sagen, klebe ich hier eine Serviette drauf. Ich sollte mal die Uhr anmachen, sonst verquatsche ich mich wieder, gell? So, wir kleben hier. Wir machen uns da jetzt keine Serviettentechnik-Geschichte raus, sondern wir kleben hier einfach so. Schauen, ob das geht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das soll bunt sein. Der Plan ist, es soll bunt sein. Da ist nicht genug Kleber drauf. Ich sehe schon kommen. Das müssten wir vielleicht uns einen anderen Klebestift noch holen. Bin ihr doch, es geht. Ein bisschen feststreichen. Ist natürlich jetzt nicht so schön, als wenn man Serviettenkleber genommen hätte, ne? Ist schon klar. Nur, ich habe gedacht, dann geht das etwas einfacher. Wartet mal ganz kurz. Ich muss das irgendwie reißen. So. Da habe ich es unten dran. Und hier müsste ich es auch einmal reißen. Hat ja eigentlich nicht viel zu halten, wenn man ehrlich ist. Gut, 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 gut. Das ist die erste Seite. Erste Seite der Schrift. Hier. Das ist hier. Okay. Ja. Ja, habe ich gedacht, dann können wir das da auch noch mit reingeben. Dann haben wir das auch noch so ein bisschen gleich verwendet. Ein bisschen mehr Kleber drauf tun hier. Damit das auch ein bisschen besser hält. So, wir mal gucken, ob wir das hier auch so schön hinkriegen. Ach ja, das reicht schon. Also das hat ja nichts zu halten hier. Das hat ja nichts zu halten. Hier ist ein bisschen groß, muss ich gleich nochmal nachreißen, so ein ganz klein bisschen. Okay, hier ist ein bisschen zu viel. Zu viel des Guten. Wollen wir es nicht. Also raus aus dem Buch rausstehen soll es so in dem Sinne nicht. Nur so ein bisschen. Nur so ein kleiner Farbklecks. So, ne? So der Plan. So der Plan. Okay, nächste. Ja, das ist doch eigentlich ganz schön. Dann kann man das gleich so ein bisschen. Ja, ich hätte vielleicht auch noch andere Servietten gehabt, aber das waren jetzt gerade die Servietten, die man mir geschickt hatte. Und ich habe ganz gern, dass man die dann auch irgendwie verarbeitet sofort. Ja. Okay. Ich lege das hier wieder so auf. Ja, guck mal. Ja,
Im Augenblick werden von mehreren Leuten so Buchseiten verkauft und angeboten. Und da wurde ich gefragt, ob ich auch noch mal, weil ich habe ja schon vor ein paar Jahren habe ich da schon mal so Pakete angeboten. Und ob ich da sowas noch mal machen würde, könnte. Ja, wenn ihr das möchtet, kann ich das gern machen. Ich habe sehr, sehr viele Bücher. Altdeutsche Schrift und auch vor allen Dingen chinesische Bücher habe ich mit dieser chinesischen Schrift. Und muss man eben die Seite suchen. Und ich habe auch so Polnisch und sowas. Ich habe verschiedene Sachen. Ne? Also wer da Interesse dran hätte, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Dann könnte ich mal vielleicht mal so 5 oder 10 Pakete machen, mal anbieten. Ich muss noch mal eben schauen. Machen wir das so vielleicht? Ja. Weil das die gerade Kante ist. Ja, mache ich gerne, falls Interesse besteht. Also ist kein Problem. Na, für kleineres Geld. Also ich will da jetzt keinen Reibach mitmachen. Ne? Also ich habe jetzt allerdings auch schon vieles weggeworfen mittlerweile, weil ich dachte, es ist kein Interesse mehr daran. Aber ich habe trotzdem noch einiges hier, was ich zusammenstellen könnte. Ja, so, das kann jetzt ab. Nee, die hebe ich jetzt nicht auch noch auf. Das wird mir dann zu viel, gell? Das wird zu faul. Die kleinen Reste kommen weg. Einen Moment hier. Das fällt schon wieder alles raus. Ist schon wieder voll. Ja, ich habe jetzt hier noch Folgendes. Und zwar habe ich hier noch schöne Porträts. Meine eigenen, ja, 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 sage ich immer dazu jetzt, weil ich habe da so einen Spaß dran, gell? Und die würde ich ganz gern auch mit reinbringen und ich suche mal jetzt eine gute Stelle dafür. Also wir haben hier dies, wir haben hier das, da fängt schon mal nicht so schlecht an. Da ist noch eine leere Seite, hier sind leere Seiten, hier sind leere Seiten. Da haben wir das, da haben wir das Bunte. Da haben wir dies, da haben wir das. Wobei, das ist nicht so günstig, weil vielleicht sollte ich das nochmal anders. Aber das kann ich immer noch machen, bevor ich nähe. Also bevor ich nähe, muss ich nochmal alles. Ah, wir könnten zum Beispiel jetzt diese Seiten nehmen. Die sind ja so furchtbar. Dieses Kaputtichte. Kaputtichte. Würde das drauf passen? Ja, es würde gut drauf passen. Ja, sollen wir diese. Die sind ja wirklich extrem gefährdet, diese Seiten. Und ich habe, das war noch so ein gefärbtes Papier, was ich noch hatte. Da habe ich gedacht, ich könnte das vielleicht kombinieren. Vielleicht. Ja, es ist zu breit. Müsste ich dann noch wieder mehr. Ist ja alle gleich breit ungefähr. Wartet mal. Ja, die tun sich nichts. Nee, das passt dann nicht. Oder nach unten geben. Warte. Das wäre noch eine Idee. Was liegt denn da noch? Ach, von dem Schmetterling. Oh ja, das wäre eher machbar. Okay. Ja, das können wir machen. Gut, alles klar. Ich hole mir noch mal kurz ein Klebepapier hoch. Ich finde die so schön, diese Gesichter, die sind wirklich hübsch. So, das reiße ich mir jetzt erstmal kleiner. Ich sollte dafür allerdings jetzt mal eben hier diesen Kleber nehmen. Das ist so ein Stanzer, so ein Stanzer-Ding. Ich habe nur dieses eine einzige mit diesem Muster. Das ist so eine, was ist denn das? Eine Schleife, glaube ich. Ich habe da nicht mehr von. Und, warte mal, klebe das mal auf, so gut ich kann. Aber da bin ich nie so richtig mit zufrieden, weil das ist, stanzt nicht so wirklich gut. Ne? Jetzt gerade für sowas kann man es jetzt mal nehmen, aber so richtig prickelnd ist es nicht. Das war das Papier, was noch übrig war von diesem ganzen Gefärbe. Ne? Das hatte ich hier noch liegen. Das habe ich jetzt da auch ganz gut dann untergebracht. Ne? Ja, also das gefällt mir jetzt nicht so schlecht. Ja? Wir müssten dann noch so ein kleines Etikett oder sowas haben. Oder irgendwas. Hey, fällt uns da irgendwas zu ein? Nee, ich mache da jetzt nichts noch zusätzlich drunter. Das kommt nur jetzt das Bild rein. Ja, ich färbe das nur so ein ganz klein bisschen an den Rändern ein, habe ich gedacht.
Ja, also wie gesagt, falls Interesse bestehen sollte, dann schreibt es doch kurz unter die Kommentare hier. Seid so freundlich oder gebt mir andersrum irgendwo Bescheid. Will ich gerne machen, ist für mich keine Mühe. Jetzt freue ich eben den Klebestift. Wo habe ich den wieder hingefummelt? Da ist er. Also 5 oder 10 Pakete kann ich gerne mal machen, falls Interesse besteht. Ja. Ich habe sehr viele verschiedene. Aber wie gesagt, ich habe auch chinesische. Das sind wunderbare, ganz, ganz dünne Seiten. Also die sind wirklich herrlich. Habe ich viel mitgebastelt selber schon. Ja, weil ich die einfach schön finde. So, könnten wir jetzt hier vielleicht so ein kleines Etikett noch oder sowas drauf machen. Gucken wir mal, was wir noch haben. Erstmal kleben wir das ein. Der Reihe nach. Und zwar hinten. War das karierte Papier als Gegenpart? Ich muss noch mal eben kurz nachgucken. Entschuldigung, ich habe wieder nicht die aufgepasst. Nee. Stopp. Hier, das. Ich habe doch blau und dieses lila dunkle. Okay, jetzt kam ich in Stolz. Ich denke, oi, hast du schon wieder alle Fehler der Welt eingebaut? Nein, habe ich nicht. Alles gut. Ja. Dann hatte ich gestern zufällig bei YouTube einen Film vom ZDF gesehen. Da ging es um diese smarten Geschichten hier, Alexa und Siri und diese ganzen Dinger, die man da in der Wohnung hat und die dann irgendwas machen sollen. Ich habe keine Ahnung, was die machen sollen, weiß ich nicht. Ich wüsste nicht, was ich damit anstellen soll. Ich finde das egal. Ich finde es auf jeden Fall doof. Ist nicht unbekannt, dass ich dieses ganze Thema merkwürdig finde. Und habe das einfach nur eingestellt, weil das ZDF ist ja auch nichts Neues gewesen, mit Sicherheit. Es hat einfach mal so nochmal die Sache beleuchtet. Ne? Vorteile, Nachteile, vielleicht auch Gefahren. Und ich fand das ganz interessant und habe das also auch im Blogbeitrag und auch bei Facebook geteilt. Eigentlich habe ich nichts dazu geschrieben, einfach nur geteilt. Und dann schrieb jemand drunter, ja, ich habe es nicht genau verstanden, wo das Problem lag, aber egal. Weil ich habe überhaupt nichts dazu geschrieben. Ich habe lediglich nicht den Beitrag geteilt, nur zur Information. Ich habe gar keine Meinung großartig geäußert. Meine Meinung ist bekannt, die brauche ich nicht äußern, aber die ist bekannt, denke ich mir mal. Zu diesem ganzen Geschehen. Auch das sieht hübsch aus. Auf jeden Fall schrieb dann jemand drunter, ja, sie hätte, ich weiß nicht, ich habe es nicht auswendig gelernt, ich will es auch nicht, in jedem Raum oder ich weiß nicht, 4, 5 Stück, ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht mal, was man damit will. Alexa, putz mir den Arsch ab oder was will man damit, auf gut Deutsch, was will die, was soll ich mit Alexa machen? Wenn ich was wissen will, google ich das, ist gar kein Problem für mich oder gucke in andere Suchmaschinen rein, gibt ja verschiedene, gibt ja nicht nur Google, wir wollen ja. Wenn ich eine Frage habe, dann gucke ich die selber nach. Da brauche ich jetzt nicht jemanden, der mir sagt, wie das Wetter draußen ist. Da gucke ich aus dem Fenster. Brauche ich also alles nicht im Grunde. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Ich verstehe die Prinzipien nicht. Das ist das Hauptproblem. Ich verstehe die Prinzipien nicht. Na, ich hatte mal, ich will mal andersrum sagen, ich hatte mal irgendeinen Laptop. Das davor, glaube ich. Und das hatte auch so einen Assistenten da, sofort irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß. Und dann konnte man das fragen und dann habe ich irgendwas gefragt, dann wusste sie das alles nicht. Was soll der Scheiß? Dann habe ich sofort wieder runtergenommen, wollte ich nicht haben. Ich habe es 2, 3 Mal ausprobiert, die Fragen, die Antworten waren bescheuert, brauche ich nicht. Ne? Und Gott sei Dank kann ich ganz alleine denken und so, ne, schaffe ich noch. Und wenn ich das nicht mehr schaffe, hilft mir das Gerät auch nicht mehr weiter, so sage ich jetzt mal. Egal, das ist jetzt so meine Meinung, ihr wisst ja. Und dann habe ich da drunter geschrieben, ja okay, muss jeder selber wissen. Ich habe nicht, und dann habe ich geschrieben, muss jeder selber wissen, habe noch nicht mal irgendeine Wertung reingegeben, sondern habe nur geschrieben, muss jeder selber wissen, wie, ist okay. Ne? Habe nur geschrieben, ich habe nicht mal ein Handy. So, das werde ich ja wohl in meinem eigenen, auf meiner eigenen Seite schreiben dürfen. Dann kriegte ich gleich Ansagen, ja, irgendjemand, weiß ich gar nicht, wer das ist. Ich habe teilweise Leute in der Freundesliste, also das ist schon ein bisschen grenzwertig, da weiß ich nicht mal, wer die sind, also tut mir leid. Egal,
Das ist heute so, ne? Das muss man nicht wissen. Da muss man nicht drüber nachdenken. Die kriegt dir gleich die Ansage, ja, die hätte alles in hochgeladen und Kundendaten und ich weiß nicht, hast du nicht gesehen. Da war die Frage, hat sich gar nicht gestellt. Ich habe überhaupt nicht nachgefragt. Ich wollte das auch alles gar nicht wissen. Und sie lebt immer noch. Ja, das impliziert also, die Sache, ich war jetzt der Sache immer noch nicht feindlich gesinnt, sondern habe dann irgendwann nur geschrieben, Moment, ich habe nirgendwo gesagt, dass man davon stirbt oder dass es einen umbringt. Ne? Also ich fand den Ton schon so kacke. Ne? Und ich lebe immer noch. Ne? Ich habe überhaupt nichts, ich habe keine Meinung geäußert, ich habe nur den Beitrag geteilt. Und habe dann auch erst geschrieben, ja, Moment mal, ich habe nirgendwo gesagt, dass man davon stirbt oder tot geht oder irgendwas. Die Ansage fand ich schon kotzig. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, das ist wie beim veganen Essen. Ne? Du brauchst nur einem sagen, du bist Veganer. Dann fühlen sie sich angepisst bis zum Anschlag. Ich weiß noch, am Anfang war es noch schlimmer. Heute sind ja viele, ja, wir sind ja so oft weltoffen. Wir tolerieren selbst die Veganer heute. Gell? So ist es doch heute. Ne? Kotzt mich an. Ah, alles kacke. Ja. Was interessiert mich das? Ganz ehrlich, interessiert mich doch gar nicht. Ihr könnt doch eure Daten, ihr könnt sie doch auf Litfaßsäulen. Ist mir vollkommen piepenhagen. Ne? Dann kriegte ich eine E-Mail. Petra, du benutzt doch YouTube und du benutzt doch blub, blub, blub und du bloggst doch. Ja, ich blogge seit ewigen Zeiten. Ich blogge gerne, ich blogge viel, ich fotografiere gerne, ich schreibe gerne. Inzwischen weniger, aber habe es früher sehr gern gemacht. Richtig, da habe ich genau gezielt, genau das, was ich will, veröffentlicht und sonst nichts. Ja, ich benutze YouTube, meine Filme sind öffentlich, ja, weiß ich auch, aber ich habe nicht mal ein Handy, ja, ich habe nicht mal ein Handy, ich benutze kein Handy, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll, ich benutze es nicht, ich habe es nicht. So, jetzt hole ich mal eben ganz kurz noch was rüber, ich suche nämlich noch ein bisschen was wir noch mit reingeben könnten. Und ein Handy brauche ich auch nicht. Es ist mir absolut suspekt, ein Handy zu benutzen. Ich wüsste nicht, wofür ich das brauchen sollte. Ich habe niemanden, den ich anrufen will. Ich habe ein Festnetztelefon zu Hause. Falls ich telefonieren möchte, könnte ich das dann da machen. Das ist dann, ach ja, ich habe die auch noch. Die habe ich auch noch hier. Ui, die gehören hier gar nicht rein. Moment, ich muss mal eben vorbeugen. So, die gehören zum Schmetterling. Ja, und dann schrieb mir diejenige, außerdem wird sich aber auch alles in der Cloud gespeichert haben. Nein, Liebelein, ich benutze keine Clouds. Meine Filme, ich filme so viel, das ist jetzt auch kein Geheimnis, habe ich auch schon mehrfach erklärt. Meine Filme, die werden gemacht, die werden gefilmt, die werden umgewandelt, die werden bei YouTube hochgeladen und dann lösche ich alles bei mir. Ich habe das nicht irgendwo gesammelt. Nee, habe ich nicht. Meine Fotos habe ich auf Festplatten, extern. Ich käme gar nicht auf die Idee, das sieht süß aus. Ich käme gar nicht auf die Idee, das in irgendwelche Clouds hochzuladen. Warum sollte ich das tun? Also, wo ist das Problem? Warum sollte ich das um Gottes Willen tun wollen? Ich sehe da keine. Ja, alle machen es? Ja, was ist das für ein Argument? Das machen alle. Ganz ehrlich. Alle nähen sich diese Saison Knöpfchen an der Backe. Da muss ich doch trotzdem. Das ist schön, ne? Das machen wir rein. Mache ich doch trotzdem nicht, ne? Ja, also wenn alle das machen, ist für mich noch nie ein Argument gewesen, auch mitzumachen. Das ist auch sehr schön, habe ich nur einmal. Hier hätte ich jetzt gern noch eine vierte Schautafel. Vielleicht gelingt es mir auf irgendeine Art und Weise. Shit. Nee. Hätte ich nur Pilze. Ja, es ist auch schön, aber ist nicht. Die Pilze hätte ich gerne raus. Oder wir nehmen vielleicht hier. Warte mal, wir machen es ganz. Wir denken um. Wir sind ja Gott sei Dank flexibel und können noch selber denken. Ich brauche nicht. Alexa, was mache ich jetzt? Siri, Hilfe! Welches Bild soll ich nehmen? Welche Farbe soll ich benutzen? Uiuiuiui. Nein, kann ich ganz allein entscheiden. Brauche ich keine Alexa und keine Siri und kein Pupsi und kein was. Ich habe nicht genug, verdammt. Gut, gib es auf. Du regst dich jetzt schon wieder auf, Frau. Merke ich schon. Ne? Der Stresspegel steigt. Und ich habe nicht mal eine Alexa, um nachzufragen, was ich jetzt tun soll.
Naja, darauf läuft es ja hinaus. Dann haben sie ihre ganzen Uhren am Handgelenk. Ich weiß nicht, was ja. Ich habe die Funktion, ich habe keine Ahnung, wofür man das braucht. Ich habe eine Uhr, da gucke ich drauf, da habe ich die Uhrzeit. Punkt. Ne? Ach, hier waren noch mehr. Shit auch. Shit, shit, shit. Ich habe so viel von diesem Zeug, es ist unnormal. Es ist wirklich unnormal. Ganz ehrlich, es macht. Guck mal hier, da sind noch mehr, so große. Die sind hübsch. 3 Stück. Jetzt bräuchte ich 4. Nein, 3 hilft mir jetzt wirklich nicht mehr weiter. Naja, aber dann, ich sage es ganz offen, wofür braucht der Mensch so etwas? Ich brauche da nichts davon. So, jetzt nehmen wir hier mal was von. Da habe ich auch so viel Zeug. Guck mal hier, 3. Jetzt brauche ich noch eine große Blume. Hier. Scheiße, finde ich der Mist wieder runter. Ist wieder was runtergeflogen. Ist das Gleiche bei mir, ne? Immer. Ihr braucht nicht glauben, dass ich sehe, wo es ist. Ist weggeflogen. Doch. Da. Ach, ist das Gleiche. Jetzt habe ich gedacht, da ist noch was. Das ist kleiner. Das ist das, warum ich das alles hasse mittlerweile. Ich hasse das, ich hasse das. Ich habe zu viel von allem. Ich habe auch keine Lust, das zu sortieren. Kommt mir jetzt nicht mit euren Sortierdingern an da. Lasst mich bloß mit eurem Sortierwahn in Ruhe. Ihr habt da keine Lust für. Jetzt noch ein Mäppchen für dieses und dann mache ich hier die Blümchen rein und da die Kängurus und da mache ich die Fragezeichen rein und hier mache ich die Blödmänner rein. Nee, mache ich nicht. Tue ich nicht. So, einmal, zweimal, dreimal. Das ist doppelt. Geht nicht. Einmal, zweimal, dreimal, dann nehmen wir 4-mal. So, fertig. Weg damit. So, dann haben wir hier Blümchen. Können wir doch auch mal benutzen. Die habe ich schon so lange. Ich weiß gar nicht mehr, wo die hergekommen sind. Die sind größer. Habe ich denn? Kleine habe ich natürlich nicht mehr. 3 Stück. Logisch. Okay. Ach, ist immer das Gleiche, ne? Hier, das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Wir brauchen noch was Mattes. Hier, so. So was Mattes. So. Zack. 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 Ja, vor allen Dingen, ich meine ganz ehrlich, was geht mich das an, ob andere Leute ihre Daten an irgendwelche Litfaßsäulen anpinnen? Mir ist das doch vollkommen egal. Mich interessiert das absolut null. Ja, meine Toleranzgrenze für Informationen solcher Art ist relativ gering. Mich interessiert es einfach nicht. Ich brauche das nicht wissen, wisst ihr? Ich brauche es nicht wissen. Wir können hier auf die Seite, die ist so dünn, da könnten wir was draufkleben. Dann müssen wir sehen, dass wir da eine Blume draufkleben vielleicht. Ja, dann habe ich mir das heute mal angeguckt, weil mich das ja interessierte, weil sind ja alle so modern, die Menschen, die sind ja so fortschrittlich. So ein Smart Home. Ich habe, wie gesagt, ich habe ja nicht mal ein Telefon. Also ich habe ja weder ein Handy noch ein Smartphone noch, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, habe ich jetzt alles nicht. Ich bin also aus der Nummer relativ zügig raus, weil ich habe es einfach nicht, ne? Und ich möchte es auch nicht haben. So, wollen wir es nochmal ganz doll betonen. Ich möchte es nicht haben. Ja, und dann habe ich mir das mal angeguckt, was so ein Smart Home heute bedeutet. Das kann alles, ne? Das kann Türen und Fenster auf und zu machen. Dann kannst du da Rollladen mit bedienen. Du kannst, du kannst Staubsaugerroboter damit bedienen, Rasenroboter damit bedienen. Wobei die Bilder habe ich vor ein paar Tagen gerade gezeigt, wie das aussieht, wenn man diese Roboterrasenmäher durch seinen Garten jallern lässt. Habe ich euch gerade gezeigt, wie die armen Igel dann aussehen und Kleinsttiere und so weiter. Ich weiß, dass das keinen interessiert, weil die Leute sind ja heute so smart. Das muss ja alles ganz toll sein. Und wenn da so ein kleiner Igel zerhäckselt wird, ja, das ist dann halt der Fortschritt. Der braucht halt auch mal so ein paar. Der fordert auch mal so ein paar Opfer. Ne? Da muss man sich nicht so anstellen. Ne? So ist es doch heute. Jetzt habe ich hier so ein großes und das passt natürlich nicht drauf. Und ich könnte schon wieder kotzen. Ja, ist egal. Schneide ich ab. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal zu suchen. Wir machen es so und schneiden es ab. Ist egal. Ja, und dann habe ich mal geschaut, was das alles kann. Und bei meinem Haus geht nichts davon. Absolut nichts. Nothing. Ja, dann habe ich geguckt, wenn man Neubau hat, dann sollte man heute auf jeden Fall smarte Technologie einbauen.
kostet bis zu 10.000 Euro, um das überhaupt erstmal ins Laufen zu kriegen. So, ich habe es nur nachgelesen. Ob das so genau stimmt, kann ich noch nicht mal beurteilen. Aber ich wollte es nur sagen, ich habe es nur nachgelesen. Ne? Ja. Aber ganz ehrlich, ich meine, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin gehbehindert oder ich bin bettlägerig und ich habe noch meine 5 Sinne beieinander. So, muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Das müsste dann auch... ich würde das jetzt ganz gerne irgendwie hier einfach so... Es wird ein bisschen viel, ne? Das wird ein bisschen zu doll. Wir fangen mal hinten an zu suchen, was wir hier für eine... Ich könnte das auch einfach so aufkleben hier, so als Deko-Element, so. Einfach so drauf. Ja, wartet mal. Ich habe doch hier... einen Moment. Ich habe doch hier so eine... Können wir da irgendwas mitmachen? Fällt mir da was ein? Einen Moment. Ich überlege gerade noch. Ich bin noch in der Findung. Oh, das ist auch schön. Ich bin noch in der Findungsphase. Ich versuche jetzt gerade mal was. Ich brauche dann... Ja, das geht schon. Ich brauche dann einen schönen Schnitt hier. Ich lege mal eben das weg, weil ich Platz brauche. Ja, aber ganz ehrlich, dann verstehe ich das noch, dass man jedes Hilfsmittel ausnutzen möchte oder will oder muss oder ich weiß nicht was. Aber so als normaler Mensch, also nee, ne? Ich will das alles gar nicht. Ne? Ich will das überhaupt. Nee, war doch richtig, was ich gemacht habe. Halt, ich habe es zweimal jetzt falsch. So rum. Ich mache es lieber einzeln, oder? Ich mache es lieber einzeln. Ach so, erfahrungsgemäß ist es immer günstiger, wenn ich da dran zeichne, wo ich hin will. Hier. Warte. Sonst sieht man das hier. Bei diesem sieht man das überhaupt nicht. So schön das alles ist, aber man sieht es nicht. So, jetzt wollen wir schauen, wo ist der Strich? Selbst jetzt sehe ich den Strich nicht. Ihr könnt mich totschlagen, ich sehe ihn nicht. Da. Da ist er. Ist ein bisschen knapp alles jetzt hier. Okay. Okay, hoffentlich hat er jetzt geschnitten. Ja, sieht so aus, als wenn er... Ja, er hat geschnitten. Es ist alles ein bisschen mühselig, aber das kleine Eichhörnchen, ihr wisst doch Bescheid. Ne? Wo ist der Strich? Da ist der Strich. Schieb's mal zurück. Ist das gerade? So. Hoppala. Zack, die Backe. Da müsste ich jetzt durch. Okay. Ist nicht gleichmäßig. Ah ja, ist egal. Aber es ist alles so anstrengend, gell? Es ist alles so anstrengend. Hier ist auch wieder so ein Plastikteil. So. Ja, ich weiß nicht. Also mir wird das alles zu viel mit dieser ganzen super Technologie an allen Ecken und Enden. Ich brauche das für mich überhaupt gar nicht. Und ich möchte das auch nicht. Und da möchte ich mich auch gar nicht mit befassen. Wenn andere Leute das machen, interessiert mich überhaupt nicht. Ganz, ganz überhaupt gar nicht. Und ich meine, man wird ja schon immer gezwungen, heute im Grunde genommen sich mit dem Handy zu befassen. Ob man es will oder nicht, kostet alles nur Geld. Jetzt gibt es schon in Düsseldorf einen Supermarkt, da braucht man nicht mal mehr durch eine Selbstbedienerkasse durch. Selbst das nicht mehr, sondern der Supermarkt ist so mit tausenden von Kameras und Sensoren ausgestattet, dass wenn man was in seinem Warenkorb nimmt, irgendein Computer das registriert und habe ich im Radio gehört, habe ich gehört, gell? So, wir wollen mal ganz kurz, bevor wir anfangen, gucken, ob wir das irgendwie... wie viel habe ich jetzt rausgenommen? Ich habe zu viel rausgenommen. Irgendwo ist ein Fehler eingebaut worden. Einen Moment. Da ist ein Fehler eingebaut worden. Das war nicht so geplant. Petra... Warte mal. Das war, glaube ich, nicht so geplant. Irgendwo habe ich einen Fehler. So, das wäre blau. Warte mal, das wäre rot. Oh, gelb habe ich nicht. Okay, jetzt habe ich gelb. Das wäre gelb. Und das wäre rosa. Okay, habe ich trotzdem Fehler eingebaut. Ich weiß nicht warum, aber ich habe einen Fehler eingebaut. Ich bin zu dumm zum Gucken. Alter Schwede. Ja, dann nimmst du das aus dem Regal raus und der Computer sieht das sofort und merkt es und dann wird das sofort... Und du gehst auch, soweit ich weiß, du brauchst dich keine Kasse.
der Computer registriert das, dieser, und die Leute finden das klasse. Ja. Und für die haben die aber noch, für die Doofen, sage ich mal, und die Leute, die sagen, wir haben diese Technik nicht und wollen das nicht. Jetzt geht's mit mir schon wieder los. Ja, das ist immer ihr Husten und ach. Da gibt es dann noch eine Kasse für Doofe, sage ich mal, ne? Für die Doofen, die absolut Unbelehrbaren, die gar nicht so eine Technik haben wollen. Für die gibt es dann auch noch was anderes. Guck mal gerade. Ich überlege jetzt gerade, ob mir das reicht oder ob da noch irgendwas drunter muss. Sag mal, nee. Oder? Nee, da muss nichts mehr anders drunter, ne? Das muss nicht unbedingt sein. Das tut nicht Not. Wir können mal aufkleben. Ja, das nimmt Form an, finde ich. Also in einem Haus, in dem ich lebe, das ist ein Haus, ich lebe mit den Sachen wie vor 100 Jahren. Mich könntest du in jedes Freilichtmuseum setzen, ich komme überall zurecht, weil ich fast die ganzen alten Abläufe, nicht alle, weil diese Kochherde früher, die war eine Wissenschaft für sich, das weiß ich wohl. Und da bin ich auch ganz ehrlich, das wüsste ich auch nicht mehr genau, wie die funktionieren, weil so einen schönen alten Herd hatte ich selber auch noch nicht. Aber es ist einfach alles übertrieben heute, gell? Es ist einfach alles übertrieben. Wo habe ich den hier, ne? Hier war ich, glaube ich, auf dieser Seite. Ja. Ich gucke lieber noch mal nach. Was ist immer, dann klebe ich fest und vergesse dann, wo ich wirklich gewesen bin. Ja. Alles gut? Alles gut. Du. Ja, nee, also ich will das nicht. Ja, und so ein Handy, das kostet doch auch alles Geld. Ich meine, Kinder, ich habe das Geld gar nicht. Soll ich dann aufhören zu essen, weil ich mir jetzt ein Handy auch noch anschaffen soll oder was? Verstehe ich gar nicht, wie das gehen soll. Tut mir leid, verstehe ich überhaupt nicht. Ich weiß auch wirklich nicht. Ich habe ein Handy, das habe ich euch erzählt, das haben wir schon immer. Da kannst du nicht mit telefonieren, so eine furchtbare Qualität hat das. Das brauche ich nur, wenn ich bei PayPal mich ständig einloggen muss bei dem Scheißhaufen. Und ja, weil immer wieder, neues Gerät, ist immer das Gleiche. Ist ja immer das Gleiche, aber immer wieder muss ich mich neu einloggen. Kotzt mich sowas von an. Na, ist zur Sicherheit. Ja, aber ich muss dann immer erst loslaufen, mein Handy suchen. Die Nimmer küsst dann da und... Ja, mach's doch bitte nicht falsch rum. So. Ja, aber telefonieren tue ich damit nicht. Jetzt habe ich da rumgefertigt. Tun wir noch weg. Hatte ich an der Hand. Das hatte ich an der Hand. Das war nicht so praktisch. Wunderbar. Da kommt jetzt das kleinere rein. Ja, aber die Farbe passt besser. Genau, das war der Grund. Oh ja, hier haben wir sowieso ein ganz anderes Element. Da sind nämlich die kleinen, aber ist nicht schlimm, kriegen wir auch hin. Ja, also und mit diesen Alexa und Siri und ich weiß nicht, wie die alle heißen, die Dinger, also ich wüsste bei Gott nicht, was man damit machen soll, bei Gott nicht. Ich habe mir wirklich das Hirn zermartert, schon vorher mal, als wir das damals am Laptop hatten, da dachte ich, wofür brauchst du das Teil? Ja, dann kann ich fragen, ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß. Wie ist das Wetter? Anstatt, dass ich eben den Kopf hochhebe, aus dem Fenster rausschaue. Ah, das Wetter ist so und so. Ich habe außerdem auch einen Wetterbericht bei mir. Den habe ich abonniert. Den kann ich mir mit einem Klicker aufrufen. Da brauche ich doch jetzt nicht jemanden, der mir sagt, wie das Wetter wird, zum Beispiel. Und für alles andere brauche ich das Teil nicht. Absolut no. No, 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 no. Finde ich, also ich finde es... Für meine Begriffe werden die Leute nicht selbstständiger und unabhängiger, das meinen sie nur. Meines Erachtens werden sie immer unselbstständiger durch diese übermäßige Technik, die heute normal ist. Aber das ist nur meine, das ist nur meins. Also ich habe schon richtig Mitleid mit Leuten, wenn ich das sehe. Die laufen draußen in der schönsten Landschaft rum und haben ihr Handy, sind irgendwas am Machen. Wenn ich draußen unterwegs bin oder sitze im Garten oder irgendwas, dann was habe ich mit dem Handy dann zu tun? Was habe ich da zu gucken? Verstehe das überhaupt nicht. Was will ich da denn?
So sind die überhaupt nicht. So. Im Wartezimmer sitzen die Leute und gucken in ihre Dinger rein. Gut, kann ich noch verstehen, ist langweilig. Wenn ich in Wartezimmer muss, habe ich ein Buch dabei und lese in aller Seelenruhe ein Buch. Ja. Also es ist nicht so, dass ich mich vor lauter Langeweile, ich muss im Wartezimmer nicht vor lauter Langeweile den Kopf an die Wand hauen, weil ich kein Handy habe, sondern ich habe dann immer ein Buch. Ne? Ein Büchlein. So, diese, die habe ich mal gekauft. Wartet mal, die sind aber nicht so schön, wie man sich das vorstellen würde. Guck mal, da habe ich zwei von. Oh, das ist so eine andere Art. Das sind zwei verschiedene Arten drin hier. Die einen sind so gräulich. So gräulich und abscheulich. Dann sind so gelbliche dabei. Warte mal, ich sortiere mal kurz. Dann sind so ganz weiße dabei. Solche dabei. Kinder dabei. Weiße dabei. Och, die brauchen wir schon mal gar nicht. Wir gucken mal bei diesen gelblichen. Wir haben hier so große. Also einmal Kinder, nochmal Kinder, nochmal Kinder. Haben wir denn Frauen hier, die wir nehmen können? Vier Frauen. Passen vom Stil nicht zusammen. Shit auch. Warte mal, die sind zu alt. Da müssen wir auf diese aus. Ja, die sind eher. Die passen eher zum Stil gleich, zu den anderen Bildern. Ist das gleich? Ne, ist nicht das gleiche. Es sind verschiedene. Ich guck mal gerade. Hier ist noch so eine Dame. Die ist gleich. Ne, ist auch nicht gleich. Oh! Sie sehen auf den ersten Blick immer ähnlich aus, sie sind es aber nicht. Ein paar verschiedene nehmen, gell? Nicht alles die gleichen. Aber vier Stück, komm, mach es gut. Lass es sein, ist es gut. Aber die müssen wir ausschneiden, die können wir so nicht einkleben. Mit dem weißen Rand, das sieht nicht gut aus. Also... Ich weiß nicht, ich mag das alles nicht. Ich mag es überhaupt nicht. Ne? Ich bin auch jemand, der auch keine E-Books liest. Ihr wisst es, ich mag es nicht. Ich möchte Papier in der Hand halten, ich möchte ein Buch in der Hand halten, ich möchte nicht so ein Kästchen in der Hand halten. Ich bin den ganzen Tag mit meinen Filmen am Gange und mache und tue. Und mir reicht das. Ich kann auch nur das aller Notwendigste, um irgendein Foto irgendwie zu machen und Film zu machen. Ich habe keine Ahnung von diesen ganzen Scheißtechniken. Ich weiß das wirklich nicht, kann es nicht. Ich stehe da wie so ein Ochse vorm Berg meistens und fummel mich so durch. Meistens mit Wutanfällen ohne Ende, bis ich wieder, wenn die irgendwas ändern an irgendwelchen Sachen, weil mir das gesamte Grundwissen fehlt, hänge ich komplett in der Uhr. Ne? Dann weiß ich nicht, wie es geht. Bis ich das dann manchmal rausgefunden habe, dauert ewig und ein Herzinfarkt jagt den nächsten. Irgendwann liege ich tot am Computer, habe ich schon oft gesagt. Weil ich mich da so drüber aufrege. Gell? Weil dann kann ich es nicht und dann verstehe ich es nicht. Und geht mir alles zu viel. Naja, also für mich persönlich spricht das nicht für irgendwelche besonderen geistigen Fähigkeiten, wenn ich morgens bis abends mit meinem Handy vor der Nase rumlaufe. Ganz ehrlich. Für mich sind das arme Menschen. Ja, das darf ich jetzt sagen. Das darf ich schon sagen. Für mich sind das arme Huscheln. So eine Abhängigkeit. Da kannst du ja besser alkoholabhängig sein. Da hast du noch was davon. Aber ehrlich, das ist doch furchtbar. Das ist doch eine Abhängigkeit bis zum, weiß ich nicht, bis ins Grab. Ne? Die hören doch nie mehr auf damit. Naja, ist mir egal. Soll jeder machen, was er will. Aber ich verstehe nicht, was das soll. Ja gut, ich weiß, viele haben auch Kontakt zu Familie, Freunde, Bekannte, ich weiß nicht. Seht ihr, das sind alles Sachen, die habe ich nicht. Also brauche ich also auch keine Kontakte, die ich nicht habe. Ich weiß zum Beispiel ums Verrecken nicht, was eine WhatsApp-Gruppe sein soll. Letztens wollte ich auf eine Annonce antworten, bei eBay Kleinanzeigen, WhatsApp-Gruppe. Was? What? Was wollt ihr von mir? Da war gar keine Telefonnummer, WhatsApp-Gruppe? Ich weiß nicht mal, was eine WhatsApp-Gruppe ist. Geschweige denn, dass ich da rein will. Also Gott im Himmel, was soll ich da? Ich weiß nicht mal, was der Scheiß soll. Nee, konnte ich nicht drauf antworten. War nur mit WhatsApp möglich. Habe ich nicht. Ja. War das Thema auch erledigt. Nicht so schlimm. Kein Problem. No problemo. Wir kleben das einfach ein. Die kleine Madame. Und so auf so ein Rechenpapier, auf so ein klares.
Wartet mal. Ja. Einfach so ein kleines Element. Oh, oh. Ja, sind alle Sticker. Das ist das Thema. So. Sticky, sticky, sticky. Jetzt machen wir hier nochmal so ein bisschen. Ja, also ich weiß, dass dann auch viele so Kontakte darüber haben. Dann ist ihnen das doch auch gegönnt. Ich missgönne es doch gar keinem. Aber ich verstehe nicht, warum die Leute dann sofort so pampig werden irgendwo und vom Ton so kiepig. Nur weil man so einen Beitrag teilt, ohne noch die Meinung dazu zu sagen, vor allen Dingen. Im Gegenteil, ich habe gesagt, da muss jeder selber wissen, darauf hin. Also ganz ehrlich, ich finde schon, es ist so eine extreme Unhöflichkeit, auf fremde Leute Seiten sich auszulassen. Die haben alle eigene Seiten, da können sie ja machen, was sie wollen. Ne? Das stört ja keinen. Ne? So, und wenn man irgendwas ironisch meint, ich bin ja jemand, der gerne auch ironisch mal was meint, dann muss man das kenntlich machen, weil im Netz ist es unmöglich zu erkennen, zumal ich die Person überhaupt nicht kenne, ich weiß gar nicht, wer die ist. Tut mir leid, ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung, wieso die in meiner Freundesliste ist. Ich weiß es wirklich nicht. Das sind so viele, die ich gar nicht kenne. Kann durchs Vegane sein, dass sie vielleicht, aber so sieht es mir nicht aus, dass ich vegan wäre. Ah, egal. Auf jeden Fall, da muss man das kenntlich machen. So ein Kniepieäugelchen dazu oder irgendwas, ne? Aber so, keine Ahnung, kenn die Leute nicht. Die meisten sind ja eh bekloppt. Also ich gehe ja immer davon aus, die sind so bekloppt, wie ich denke. Keine Ahnung. So, für heute war es das schon wieder. Ich räume kurz auf. So, ich drücke mich, wisst ihr, warum ich mich rumdrücke, warum ich hier rumfummel wie so ein Blödi? Ich habe wirklich diese Deckel, die von diesem Flatterbuch, dieses war ja dieses Flatterbuch. Und die sind einfach flatterig, das ist nicht schön. Nein, ich hätte, als sich das eingeklebt hat, beziehungsweise als ich die Umrandung gemacht habe, da war der Moment, da habe ich noch überlegt, sollst du noch eine Pappe dagegen kleben? Und ich dachte, ach nein, das ist nicht nötig, das geht schon. Ich hatte eigentlich vor, so 5-6 Seiten da einzuheften jeweils, so ganz kleines Ding zu machen, aber es ist wieder so ein richtiges Buch geworden und jetzt wird das problematisch, weil das einfach so wackelig ist alles, ne? Ja, ich wollte auch eine weiche, also nicht so Pappe, sondern irgendwie so vielleicht einen Umschlag oder sowas nehmen für den Spine. Hatte ich so vorgehabt, aber das geht ja jetzt alles gar nicht mehr. Ich glaube, das kriege ich nicht zum Halten. Also ich muss mal schauen, was ich jetzt mache. Ja, nächste Mal hoffentlich habe ich da eine Idee, wie ich das jetzt angehe, das Problem. Ja, ich habe auch jetzt langsam genug reingetan, denke ich mal. Ja. Ach, das ist ein bisschen schwierig. Ja, ich weiß es im Moment, ich werde schon eine Pappe nehmen müssen. Also sowas Dünnes wie hier kann ich nicht nehmen, das reißt sofort raus. Ja, okay, wir werden sehen. Ich hoffe, dass es irgendwie noch so wird, dass es stabil genug wird, dass man es wirklich benutzen kann. Ne? Das hoffe ich sehr. Sonst müsste ich notfalls einen neuen Buch, aber ich möchte eigentlich nicht so gerne. Also wenn alle Stricke reißen, aber das habe ich jetzt ja schöne Papier schon drin und alles. Shit auch. Ach, Mensch. Hab mir das jetzt so in den Kopf gesetzt, dass ich das so machen möchte. Vielleicht fällt mir noch was ein. Für heute sage ich Tschüss. Werdet selig mit euren Smart Home, Smartphone, Smart. Lass mich einfach in der Vergangenheit leben. Da bin ich gut aufgehoben. Sei mutig, such deine Erfüllung. Meine Erfüllung ist, nicht nur technikabhängig zu werden. Das ist meine Erfüllung. Das erfüllt mich ja mit Freude. Wenn ich morgens meinen Ofen mit eigenen Händchen anmache, Heizung steuern über das Smartphone. Welche Heizung? Ich habe ja nicht mal eine Heizung. Rouladen. Ja, ich habe welche, so ganz ausgeleierte alte Dinge an ein paar Fenstern. Muss das jemand? Und eine Lampe, die eine Lampe, die ich anhabe, ich spare nämlich immer mit Licht, die kann ich gerade mit meinem kleinen Fingerchen so knips, kann ich anmachen. Oder den dicken Daumen drauf. Ich verstehe die Welt nicht.
Okay, wir lassen das heute. Hab mir bestimmt wieder genug jetzt Thema gegeben, um mich wieder anzukoddern und anzufeinden. Behaltet eure Meinung bitte für euch. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich möchte keinem was vorschreiben. Aber ich möchte mich auch nicht ständig von irgendwelchen Leuten belehren lassen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. In alter Frische, in alter Freundlichkeit. Bye, bye. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.